Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Salt and Sanctuary. Ja, gestern kam keine Folge, weil ich gestern einfach keine Lust hatte, zu leveln, genau, aufzunehmen. Deswegen kam dann halt nur Battlefield. Heute kommt aber wieder Salt and Sanctuary, ihr seht's ja. Und ja, ich habe ein bisschen gelevelt, ich glaube 2 bis 3 Level habe ich gemacht. Vielleicht sogar 4, ich weiß es nicht. Ich glaube 3 sind's. Und habe auch andere Ringe. Die mir auch ein bisschen Feuerresistenz, also einmal HP regenerieren. Und dann noch Verteidigung geschehen gegen Feuer. Und die Festigkeit erhöhen, das ist die Stärke. Ja, also ganz im Ernst, auf Englisch wäre es wahrscheinlich echt sinnvoller. Ich überlege immer noch. Und ich habe ein Schild gefunden, was 100 Feuerverteidigung bringt. Krass, oder? Also Feuer ist damit komplett abgedeckt. Und da ich stehe hier vom Boss. Und ich bin gespannt. Vielleicht schaffen wir ihn diesmal ja. Wäre auf jeden Fall genial. Ich muss mal gucken. Fake war schlagen. Oh, stimmt ja. Die Säule. Fake war schlagen. Gut. Da ist er. Der Krakenwurm. Der Wurm. Der Wurm. Ja, okay, gut. Da schlägt er damit einen Schwanz. Ist klar. Ja, nee. Oh, shit. Okay, ich kann wenigstens was trinken. So, Feuerschaden, mach doch. Wie geil, das hält alles stand. Alter, ich glaube, wir haben es so gut wie geschafft. Ja, komm doch. Ja, null Problem. Alter, ich glaube, wir haben es echt geschafft. Haha, so gut wie. Wie geil ist das denn? Ey, ein Glück habe ich nochmal mein Inventar geguckt. Ich habe das Schild auch ein bisschen gelevelt, aber Feuerverteidigung war schon vorher auf 100. Das muss ich dazu sagen. Ich warte mal ein bisschen. So, Ausdauer, mach. Oh, da habe ich gerade mal so geblockt. Bitch! Also ich glaube, das wird jetzt unseres. Könnte gut klappen. Wie geil ist das denn? Ran aus Provokation. Oh shit. Nehme ich nochmal eine Flasks. Eine Flask meine ich. Krasse Scheiße. Also ich glaube, wir haben es echt jetzt. Also wenn wir jetzt noch verlieren, ne, dann bin ich echt ein richtig krasser Noob. Sollten wir doch noch mal was trinken, weil ich habe ein bisschen Feuerschaden genommen. Ach Mann, warum springt der noch nicht, wenn ich auf X drücke? Ich habe auf X gedrückt, auf jeden Fall. Komm schon, ja! Geil! Oh, das Schild ist so der Boss. Das Schild ist, Alter, 12.000. Das ist so der Boss Vanquish, die Burg. Geil! Das Schild ist der Oberschild. Ich glaube, ich behalte das auch. Das ist an sich ziemlich gut schon. So, wo geht's denn jetzt weiter? Ich wäre eigentlich ungern weiter mit 14.000 Salz, ne? Aber... Da oben ist doch irgendwas. Da oben ist irgendein Rauch oder so. Warte mal, ich nehme mal L1. Ich will jetzt mal ehrlich nicht verlieren, ne? Ach, hier sind wir. Bei der Frau.
Jacked Key. Hi. Warum bin ich nur hier sitzen, ja? Ich bin der beste Dieb in den acht Königreichen. Aber was kann ein Dieb gegen einen Drachen zu tun? Ein Dolch gegen Wurmscale? Nein. Also habe ich hier einfach sitzen. Also habe ich hier einfach sitzen. Ja. Und wozu haben wir jetzt einen Key? Und was ist das da oben? Alles Fragen, die wir noch nicht wissen. Die wir noch nicht beantworten können. Oder gibt es da einen Schlüssel? Nee, da gibt es ja eigentlich gar nichts, oder? Eigentlich nicht. Sehr, sehr seltsam. So. Ich gehe jetzt nochmal zurück wegen Leveln. Das war die falsche Tür. Also Tür. Übrigens kann ich jetzt auch die Feuerdinger mit einem Schlag kaputt machen. Krass, oder? Ich finde das krass. Pitchfire. Ja, okay, gut, das passt ja. Wo kann man denn jetzt einen Schlüssel benutzen? Gute Frage, nächste Frage. Jacked Key. Ja, vergiss es, ey. Dein Wegteleporten nützt hier nichts. Ah ja, der ist ja auch noch da, der Typ, stimmt. Aber den mache ich natürlich nicht. Ich habe keinen Bock, jetzt die 14.000 zu verlieren, ehrlich gesagt. Ich glaube, da brauche ich den Jacked Key. Holy moly. Alter, setz ich denn ernst, ne? Alter, hat er fast getroffen, diese Sau. Ich glaube, da ist wirklich die Tür für den Jacked Key. Das ist mir jetzt sowas von Latte. Der Typ ist weg. Wo ist denn der Typ hin? Hier war doch vorher ein Typ. Ein Type. So, jetzt wird erstmal gelevelt. Drei Level, ja, das ist in Ordnung. Drei Level sind gut. So, drei Perlen heißt der, wir könnten. Tada, beste. Geil, Schwingschwerter der Klasse 3. Hier gibt es dann weiter mit Stärke, hier schon mit Klasse 4, alter Vater. Ich will natürlich bis Klasse 5 kommen. Umso besser wird's halt. Was haben wir denn eigentlich bekommen vom Boss? Haben wir irgendwas Neues bekommen? Was ich nicht kennen sollte. Oh, wir haben sogar. Achso, ich dachte, es wären diese Perlen. Neue Rüstung haben wir auch nicht. Eine neue Waffe vielleicht. Sieht nicht demnach aus. Neuen Ring. Nope. Ja, nur den Jacked Key. Stimmt, den Key haben wir bekommen. Bronzeritterasche. Zoddenritterasche. Hä? Tragen Sie dieses Ma diese Fähigkeit zu eminent Ob Obelisken verwenden zu gewinnen. Ach so, das ist dieses. Ja, stimmt, um die Obelisken zu benutzen. Brauchten wir ja. Gut, dann gehen wir jetzt mal zurück. Weil wir haben ja noch genug Zeit. So. Und hier kriegen wir auch diesen Gegenstand. Guck einer an. Oh, graue Perlen. Ja gut, das Gold hole ich jetzt ganz sicher nicht. Oh Gott, der Ritter. Verpiss dich. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Oh, mein Herz. Alter, mein Herz. Da sind diese Schalter. Rüstung. Hä? Dafür war das jetzt? Echt jetzt? Super. Rüstungsschutzhelm. Klasse 4 schwere Rüstung. Alter Vater. Leck mich am Arsch. Und wo soll ich jetzt lang? Ne, da kann ich ja nicht mal hoch, oder? Ne, geht nicht. Hä? Holy, holy. Ich gehe nochmal die grauen Perlen. Dann mache ich mal die Magie dann weg. Weil Magie brauche ich ja nun wirklich gar nicht. Ich benutze ja keine Magie. Dann wäre wieder zwei schwarze Kugeln. Das ist ganz geil eigentlich. So, Magie kann ich wegmachen. Das hier kann weg. Entfernen, jawohl. Entfernen.
Hä? Ich habe doch zwei gehabt, oder? Nicht? Ah, nee, ich hatte nur eine. Ah, interessant, wusste ich gar nicht. Jawohl, Stärke. Stärke ist gut. Aber wo geht's denn jetzt weiter, verdammte Scheiße? Den Jacked Key. Da hinten war irgendwas gerade. Alter, die Reichweite von dem Ding ist aber auch ganz schön bestialisch. Von dem Schwert. Da war dann der Boss doch nicht so schwer, wie man dachte. Wenn man mal ins Inventar gucken würde. Ich hatte ja nicht mal irgendwelche passenden Ringe dazu. Aber jetzt mit dem Schild war schon echt fett. Da war der Boss wirklich easy. Da oben nicht. Geht's hier vielleicht doch weiter? Boah, ich weiß es ja nicht. Vielleicht der hier oben. Nee, da war nur das Item, stimmt. Aber es gibt ja noch so einen Gang. Und der wäre hier. Das macht keinen Sinn. Also hier geht's auch nicht weiter. Verdammt, wo geht's denn weiter? Oder hier irgendwie? Jacked Key. Boah, wenn ich das die Folge nicht herausfinde, dann müssen wir wohl oder übel, muss ich im Wiki nachgucken. Ja, ich mach doch easy platt, ey. So, gar keine Furcht mehr vor euch. Ist hier oben was? Da oben war da was, auf jeden Fall der Gegner. Wow. Der hatte jetzt irgendwie gar nichts mehr drauf. Warte, da liegt doch noch was, oder? Tatsache Gold. Momentchen mal. Da unten ist auch irgendwas. Hier unten war nur noch dieser Ritter, ne? Ja, Tatsache. Können wir den vielleicht platt machen? Komm, greif an. Na komm, mach irgendwas. Ha, so schwer sind die jetzt auch nicht mehr. Wow. Ich bin erstaunt von mir selbst. Nee, hier ist nur ein Gitter. Hä, wo geht's denn jetzt weiter? Verarschen? Ich bin überfragt. Das war der einzige Raum da, den wir hatten mit dem Key, oder? Oder geht's hier vielleicht nicht? Da war ja nur dieser komische Ritter. Hier vielleicht? Nee, Quatsch. Hier oben vielleicht. Wir können jetzt sogar schon wieder ein Level machen. Komm jetzt her, du scheiß hässliches, brennendes Kopfding. Sehe ein Schicksal ins Gesicht. Der hat ja nicht mal ein Gesicht. Aber ihr wisst, was ich meine. Hier? Nee. Ganz ehrlich, ich komme hier nicht mal mehr zurück, stimmt ja. Ah, okay. Okay, gut, ich lebe noch. Nee, also ganz im Ernst, ich weiß echt nicht jetzt, wo es lang gehen soll. Nee, weiß ich nicht, beim besten Willen nicht. Da hat er mich echt noch getroffen, die Sau. Da unten ist auch nix. Freunde, es gab doch nur ein Schloss. Das habe ich gemacht. Aber da ging es ja nicht weiter. Oder bin ich jetzt irgendwie total behindert? Ich muss da mal nochmal lang.
Das war eine Tür und ich habe den Jacked Key benutzt. Ja, mach ruhig nichts. Ist in Ordnung. Ich find's cool. Jetzt kommt doch mal. Der rennt weg, der hat gar keinen Bock auf mich. Okay. Der ist nicht wirklich runtergesprungen. Wie geil ist das denn? Ja, gut. Hey, kannst du aufhören damit? Also, hier ist ein Gang. Und das war's. Es geht hier nicht noch irgendwo weiter. Vielleicht auch hier? Nee, ich hab keine Ahnung hier. Ich weiß es nicht. Ach Mensch, Freunde, was soll denn der Scheiß? Was soll das? Wo geht's eigentlich hier lang? Ach ja, stimmt ja. Was soll der Scheiß? Ich laufe mich jetzt hier dumm und dämlich. Ich habe zwar den Boss geschafft, habe immer einen Erfolg in dieser Folge. Aber mehr auch nicht. Ist ein bisschen schade. Habe ich mich irgendwo verguckt? Kann das vielleicht möglich sein, dass ich da gar nicht richtig alles gesehen habe? Da oben meine ich. Das kann doch gar nicht. Ja, warum kann es eigentlich nicht? Also. Vielleicht auch hier. Aber da war ja nichts mehr. Falls ihr nichts seht, es tut mir leid, aber ich werde dafür jetzt echt keine Fackel anmachen. Das wäre Verschwendung. Ich werde danach unbedingt mal nachgucken, wo das jetzt hier weitergeht und dann, ja. Das geht ja gar nicht. Ich kann ja nicht folgenlang ziellos umherstreifen, das ist ja auch dumm. Vielleicht ganz woanders und vielleicht hat es ja gar nichts mit dem Gebiet zu tun, aber woran soll man das denn merken? Wie kommt man denn da oben hin? La 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 la. Das ist seltsam. Ich spreche nochmal mit der Frau. Aha. Nun, wenn Sie das getan haben, vielleicht jemand wie mich kann mächtige Monster als auch zu töten, ja. Hier nehmt diese Marke. Hat anscheinend eine Bedeutung für einen Dieb. Oh, eine neue Marke? Lol, sagt mir das doch gleich, ey. Shadowflip-Marke. Lass mich raten. Ich kann jetzt damit oben was mit den Dings machen. Was kann ich denn damit machen mit der Marke? Tragen Sie diese Marke, um Fähigkeiten zu erwarten. Oh! Wie geil ist das denn? Ja, und jetzt? Da oben komme ich jetzt auch nicht weiter. Da brauche ich eine andere Marke für. Okay, jetzt kann ich auch hier zurück. Aber wo geht's jetzt weiter? Das haben wir immer noch nicht so wirklich geklärt. Gab es irgendwo ein Gebiet, wo ich noch nicht war? Also wo ich war, aber noch nicht richtig war. Das mit den roten Käfigen. Aber konnte ich sogar noch ein Level steigen? Nee, ne? Nee, konnte ich nicht. Das ist Ausdauer. Ihre maximale Ausdauer. Ja, warum eigentlich nicht? Das ist auch wichtig, so gesehen. Ha, komisch. Irgendein Gebiet, wo ich Wandsprünge benutzen kann. Das war das mit den roten Käfigen, bin ich der Meinung. Nee, warte mal, es gibt. Na, 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 na. Ich weiß, wo man es benutzen kann. Ich habe gerade mal nachgedacht. Ja, das geht, das kann ich tun.
Lol, hier kann man auch. Hier kann man auch einfach so hoch. Wie mir das erst jetzt aufgefallen ist, ist das peinlich. Oh Mann, ist das schlecht. Denn es gibt noch einen Gang. Der führt hier lang. Ja, ihr Magier könnt jetzt gar nichts mehr. So, hier. Da, hier kann man das Shadow-Dings benutzen. Oh, Moment. Ha! Geil! Okay, Freunde. Warte mal, ich mach das mal ganz kurz. Wenn wir jetzt an einen Leuchtfeuer kommen würden, dann wäre das schon ziemlich geil. Kaufen? Was hat der denn? Haarlocken? Endless Fang? Ein Soldatenpöhm? Hasserfluten Jawbone? Okay. Stained Seite. Heiligen Ort. Okay, den muss ich mir merken. Mehr gibt's hier jetzt nicht? Jetzt nicht euer Ernst, oder? Ah, hier ist ein Schalter. Okay, geil. Freunde, wisst ihr was? Ich mache jetzt den Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sehen uns morgen. Da geht es dann nämlich spannend weiter. Ohne große Bossgehabe. Vielleicht finden wir noch einen Boss. Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal weiter. Haut rein. Bis zum nächsten Part. Und...